Das kleine Spielzeug heute, BenQ GV1. Ein Streaming-Beamer. Streaming, weil neben Strom nur ein USB-C-Anschluss dran ist. Keine HDMI als Quelle. Ein bisschen Speck. 480p native Auflösung, USB-C wie gesagt für Daten und als Displayport, eingebauter Lautsprecher und auch als Bluetooth-Lautsprecher, kabelloses Display für fast alle Betriebssysteme, automatische Trapezeinstellung von 0 bis 15 Grad Neigungswinkel, eingebaute Batterie für ca. 3 Stunden Filmgenuss, ja und den restlichen Blabla gibt's zum Nachlesen. Also auspacken. Einzelne kleine Boxen in der großen Box. Jeweils beschriftet mit dem, was drin sein sollte. Von dem Blickpunkt ein gefühlt sehr hochwertiges Auspacken, wenn es auch alles nur aus Karton ist. Das Netzteil kommt mit verschiedenen Adaptern für die unterschiedlichen Länder. Aufstecken und drehen reicht und fertig. Es liefert 12 Volt bei 2 Ampere. Sonst noch dabei eine Kurzanleitung. Ein kleiner Blick reicht, ist aber nicht nötig. Ein Tragebeutel für den Beamer, der aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion ist, da nur der Beamer reinpasst. Keine Tasche für die Fernbedienung oder gar das Netzteil. Ein USB-C-Kabel. Eine schicke Fernbedienung, hinten gummiert, vorne im Metallic-Look. Und die Tasten, sehr netter fester Druckpunkt. Es ist eine Infrarot-Fernbedienung, deren Signal über die Beamerwand zurück in das Auge geworfen wird. Einzig ein bisschen leicht. Und zuletzt das Herzstück, der Beamer. Wow, erinnert etwas an den Sonos Play One, so von der Form. Wenn auch nicht von der Dicke, so zumindest in der Form und in der Höhe. 717 Gramm bringt es auf der Waage, was schon ordentlich ist. Auch das Lochdesign kommt dem Sonos nahe. Das Gelb ist ein interessanter Kontrast. Der Fokus ist manuell einzustellen, dabei ist das Rad etwas grob und man braucht sehr viel Gefühl. Das Neigen und Kippen geht stufenlos. Das Gelenk ist sehr fest und wird sich auch nicht von selber verstellen. Hinten USB und Strom. Oben Touchfelder für den Wechsel vom Bluetooth-Speaker zum Beamer und laut leise und ein richtiger Taster für An- und Aus. Unten ein Gummiring gegen Verrutschen und ein Stativgewinde. Echt schick und solide im Gewicht. Komme ich zur Konfiguration. Nachdem ich beim ersten Start das WLAN eingegeben hatte, kam sofort ein Firmware-Update. Nach ca. 5 Minuten war es runtergeladen, installiert und es konnte weitergehen. An der Auswahl der Sprachen sollte es dem Gerät nicht mangeln. Wi-Fi einstellen, Lizenzbestimmungen, alles irgendwie wie bei einem Handy-Erststart. Und dann der Hauptbildschirm. Im oberen Bereich stehen die verschiedenen Verbindungsmöglichkeiten zur Verfügung. Je nach Betriebssystem unterscheiden sie sich. iOS und Android sind am besten geeignet. Windows aus meiner Sicht überhaupt nicht, da es nur mit irgendeinem Browser ein Sharing hinbekommt und das nicht so in Realtime, also Film geeignet. Und natürlich direkt vom USB-Speicher am Port des Gerätes. Ein bisschen in den Einstellungen gespielt. Das Gerät lässt jede Bilddrehung zu, also Deckenmontage, rückwärtig und so weiter. An Helligkeit und Farbabstimmung kann man auch ein bisschen rumspielen, aber für mich hier uninteressant, da es immer von der Quelle abhängt. Interessant wird es in den Informationen. Es handelt sich hier um ein Android-Betriebssystem mit 1 GB RAM und 8 GB internem Speicher. Das gibt eine ganze Menge Spielraum für Apps. Zwar ist kein Play Store drauf, aber Aptoide. Doch dazu später noch mehr. Zuerst ein Abstecher zum Screen Mirroring von iOS. Die Funktion geht extrem einfach und macht meist genau das, was der Name sagt. Der Bildschirm wird parallel auf dem Beamer gespiegelt, selbst Vision wird übertragen. Bei einigen Apps ist das sehr interessant, so wie hier bei der DS-File von Synology. Hier kann ich die Videodateien wiedergeben und auf dem Beamer darstellen lassen. Anders sieht es bei Apps wie Netflix, Amazon Prime oder Sky Go aus. Diese erkennen das Mirroring und unterbinden die Wiedergabe aus Urheberrechtsschutzgründen, sowohl für Streaming als auch offline verfügbare Filme und Serien.
Eine Alternative ist hier Plex. Wenn man einen Plex-Server hat, kann man mit der App die Inhalte wiedergeben. Extrem cool. Nur so am Rande, damit mein Video nicht demonetarisiert wird, habe ich den Ton bzw. das Bild der Inhalte unkenntlich gemacht. Dass die richtigen Apps aber nicht über das Mirroring gehen, ist kein Problem. Der Beamer selbst ist ja auch ein Android-Gerät. Und so kann man die Apps direkt installieren. Die lassen sich mit der Fernbedienung auch sehr gut bedienen. Einzig die Eingabe der Login-Daten ist etwas fummelig. Mein Freund damals war ein Koreaner, der hieß Moin Minyo. Okay, das war jetzt ein grober Überblick auf kleinem Raum. Nur wie schlägt sich der kleine LED-Beamer hier auf die Wand meines 46 Zoll LED-TVs gebeamt? Natürlich ist ein leuchtendes Material, also der TV, viel heller. Aber Mann, ich habe hier fast 100 Zoll beim Beamer und ihn damit wirklich an sein Limit gebracht. Da die LED des Beamers natürlich nur eine bestimmte Lichtmenge rausbringt und sich diese nun auf die ganze Fläche verteilt, ich bin trotzdem sehr begeistert. Bisher haben wir wenig über den Ton gesprochen. Das möchte ich jetzt gerade ändern. Ich nehme jetzt mit dem Kameramikrofon auf, weshalb wahrscheinlich auch meine Stimme etwas anders und schlechter klingt. Und ob man den Lüfter gerade hört, weiß ich nicht. Es gibt hier oben diesen Schalter für Bluetooth. Wenn man ihn drückt, wechselt das Gerät in den Bluetooth-Modus und verbindet sich in meinem Fall automatisch mit meinem iPhone. Die Laut-Leise-Tasten funktionieren trotzdem und werden direkt übertragen. Mein Fazit zum Sound. Gut und ausreichend für den einen oder anderen Film. Ein Kinoerlebnis kommt sicherlich nicht auf. Und als Bluetooth-Lautsprecherbox wäre er mir zu schade, ihn mitzuschleppen. Der Klang ist mittelmäßig. Alleine schon durch die Größe kann er gar keinen Bass bringen. Und auch das Klangspektrum scheint sehr eingeschränkt zu sein. Um jedoch einen Film zu gucken, reicht es aus, um ein Kinoerlebnis zu haben. Weiß Gott nicht.